Moin Nils, heute 67 Li V12. Komm, steig ein, wir fahren. Das war gerade Türsteher-Szene. Das war gerade Türsteher-Szene, Nils. Du kommst hier nicht rein. Ja, das ist auch immer, ich weiß gar nicht, ich hätte ja nur. Ich glaube, ab 6 km/h schließt er die Türen ab. Also hier 67 Li, also lang. Hier kannst du mal nach hinten. Wenn du nach hinten guckst, kannst du die Erdkrümmung erkennen. So lang ist das Ding. V12, X-Drive. Ah, du hast sie wieder nicht angeschnallt, Junge. Komm, klemmen das Ding da rein. Wir brauchen für dich demnächst so einen Anschnaller, wo nur vom Schrottplatz hier so einen abgeschnittenen Gurt und zack. Dann hört das Gepiepe auf. Das nervt ja. Ja, 67 Li V12, gleiche Grundmotor wie in unserem Rolls-Royce Ghost. Seidenweich, das Auto, seidenweich läuft, da hörst du überhaupt nichts. Das Einzige, was du hier hörst, ist die Lüftung und sonst hörst du gar nichts. X-Drive und Allradlenkung. Das Ding hat einen Fahrkomfort, unglaublich. Ich glaube, der hat, das ist so ein Manufakturding mit einmal alles, aber auch einmal alles in Arctic Frozen Grey. Mit, ich kriege Augenkrebs blau innen. Also wer sich das ausgedacht hat hier, alter Schwede. Doch. Aber schön hier schwarzer Alcantara-Himmel oder Anthrazit. Ne? Leder-Armaturenbrett, lederüberzogene Türen. Und das Geilste, was ich am geilsten finde, also nicht nur Lenkradheizung, Sitzheizung, also auch was man tatsächlich spürt, sondern die Karre hat auch Armlehnenheizung. Und zwar vorn und hinten. Einmal hier. Und einmal in der Tür. Also das ist echt der absolute Oberburner. Ja, und ansonsten so, hier mach mal Cockpit. Aufgeräumt, BMW eben, ne? So, keine Rätsel. Gut, in der Mittelkonsole liegen hier, das ist natürlich nicht serienmäßig. Erstmal deine komische Sonnenbrille, Mercedes-Schlüssel, Aston Martin-Schlüssel, Bentley-Schlüssel. Weiß nicht, was wir da noch alles drin rumfliegen haben. Der hat übrigens, das ist übrigens einer von denen, der mit dieser großen Fernbedienung, den kannst du, wenn du draußen stehst, in der Garage fahren. Weiß ich nicht, ob ich der ganzen Geschichte trauen würde. Wahrscheinlich nicht. Nächstes ganz wichtiges Extra, mach mal hier meine Rückenlehne. Das liebe ich ja. Du kannst nur den oberen Teil der Lehne verstellen. Siehst du das? Also, du kannst sie richtig schön, weißt du, wenn du so einen Rundrücken hast wie Quasimodo, schön buckliger, älter, seriöser Herr sitzt hier natürlich auch richtig geil. Ne? Das kannst du schön so. Klar, so das Übliche hier. Sitzheizung, Sitzmassage, Sitzkühlung, alles an. Bei dir ist natürlich schon wieder Sitzkühlung an. Ja. Was ist los? Ist es sehr warm oder was? Eben war. Ja, ey. Wie viel haben wir es denn? Außentemperatur? Ach, da oben 18 Grad, das ist doch nicht warm. Junge, ab 25 Grad ist, das ist die Basistemperatur, die Wasserlinie. Alles darunter ist kalt. Ja, so, ja, also, Auto fährt astrein. Da gibt es echt nichts zu sagen. Und ich glaube, der hat 250 neu gekostet. Ich sag dir ehrlich, der hat jetzt 30 runter. Lückenlos, Checkheftpflicht, das Auto bei BMW. Übrigens, große Inspektion mit Zündkerzen beim BMW-Dealer 2,5. Finde ich persönlich geschenkt. Weil unser Rolls-Royce Ghost ohne Zündkerzen 6 Mille Inspektion. Gleiche Auto, gleicher Motor, gleiches Getriebe. Ja. Gut, so ein Rollifahrer, der wird wahrscheinlich irgendwie das Fünffache von dem verdienen, was ein BMW-Fahrer verdient. Was ist das jetzt wieder hier? Alter Schwede. Die beiden haben den E-Bike zum Geburtstag gekriegt. Ja, erstmal schöne Sonntagsausfahrt gemacht. Ja, typisch BMW hier, mach mal Lenkrad, Nils. Lenkrad ist, achso, guck mal, der ist hier mit Holz. Da ist noch Holz Inlay, auch BMW Individual, aber fasst sich, also das können die bei BMW, ne? Also so ein Lenkrad, das fasst sich bei BMW immer richtig gut an. Das ist ja das, was mich an dem Rot so stört. Der hat ja so ein Lenkrad, das ist so, weißt du, als wenn du so zwei Spaghettis zusammengepappt hättest. Finde ich jetzt nicht irgendwie so, weiß nicht, fühlt sich nicht so gut an. Was wir auch unbedingt zeigen müssen, voll gut, leuchte mal hier drauf. Ich weiß, dass du nicht willst, dass ich das Radio anmache, weil das deine Aufnahme stört, aber hier. Ist das geil? Du kannst das hier so mit dem Finger, wenn du hier so drehst. Hallo? Ah, jetzt geht's. Guck. Das nennt sich Gestensteuerung.
Ja, hinten vier, also insgesamt vier Sitzer, also hinten zwei Einzelsitzer, ne? Und auch wieder das volle Programm. Sitzheizung, Sitzklima, Massage, Tische, zwei Monitore plus Seitenrollos. Warum sind die eigentlich wieder? Na, das ist das Heckrollo. Wieso gehen die Seitenrollos nicht mit dem Fensterheber hoch? Ich hasse das nie. Jetzt, wer hat hier wieder alles aufgemacht? Das Panoramadach ist auch schon wieder offen hinten. Wieso gehen denn die Seitenrollos nicht hoch? Geht das nur von hinten? Ja, die sind doch hoch. Ne, bei dir nicht. Bei dir nicht. Bei dir sind die nicht hoch. Wo leuchtest du denn mit der Kamera hin? Der hier in den Kommentaren, wir wollen seine Plauze nicht sehen. Junge, 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 du. Das wird wieder ein Video. Guckt sie sowieso keiner an. Also von daher. Habe ich Sekrolo ist jetzt oben, ja genau. Und wie geht jetzt hinten, bitteschön, das Panoramadach zu, die Verkleidung? Nee. So geht das vordere auf. So geht das Schiebedach auf. So geht das Schiebedach zu. Ja. Wahrscheinlich auch noch von hinten. Das schöne ja Gerätchen. So ein, ja, genau. Du hast ja so, ein, so eine Art iPad, ne? Aber das ist nicht an. Ja, das ist bestimmt die Batterie leer, weil das Auto wieder monatelang einfach nur in der Halle gestanden hat. Ja, neue Reifen drauf, neue Inspektion, ab in die Halle. Einsteigen, Tank leer, Batteriespannung angezeigt. Das ist so bei uns das Standardprogramm. Aber ich sag dir ehrlich, Nils, ich meine, so ein Ding, der kostet jetzt irgendwie irgendwas zwischen 80 und 90, ich hab's nicht im Kopf, inklusive Mehrwertsteuer. Ich meine mal ganz ehrlich, klar ist das viel Geld, aber wenn du dir so die Preislisten der Autos anguckst, wo gibt es denn so ein Flaggschiff mit 30 gelaufen für 90 inklusive Steuer? Ich meine, mehr Auto für das Geld geht gar nicht. Ich meine, klar, wir haben mal wieder wie immer das Problem, dass wir hier nicht simulieren können, wie nice das Ding fährt, aber ey, der hat ja Federungskomfort, das ist ja, steht der überhaupt schon auf Komfort? Komfort plus. Ja, Komfort plus. Ja, du merkst ja wirklich nichts hier, ne? Gar nichts. Haben wir nicht, achso, wir können ja da oben, Alter, hat das hier wieder auf 20 Grad gedreht. Ich krieg eine Mandelentzündung. Wir können jetzt da oben nochmal über die. Ah, guck mal. Das ist ja geil, ne? Mit so einem iPad hier. So, jetzt bläst das auch nicht mehr so kalt. Und das ist cool. Staatsmacht rückt an. Ob die auch einen Viersitzer haben? Ich glaube nicht. Sechssitzer. Sechssitzer. Hinten mit Handschellen. Das heißt ja nicht Handschellen, sondern Handfesseln. So, jetzt haben wir hier, pass auf, jetzt kommt Schlagloch. Schlagloch und Buckelpiste. Das ist die Motocross-Strecke in Herford. Und? Ich könnte ja jetzt was nicht Jugendfreies von mir geben. Das Ding hat einen Schluckvermögen wie Gina Wild. Das ist echt unglaublich. Also mega Sänfte. Seid ihr ehrlich? Ich schwöre dir, der fährt besser als der Bentley Mulsanne. Ohne Scheiß jetzt. Definitiv. Was allerdings hier nicht so schön ist, langer Radstand und Allradlenkung, Auto abgeriegelt. Ich glaube bei 240. Schneller fährt er nicht. Können wir jetzt leider nicht ausprobieren, weil heute ist ja wieder Fortbildungskurs und Fortbildungsakademie Rentner auf der Autobahn. Da brauchen wir gar nicht hinfahren, da geht eh nichts. Aber echt nice, voll nice das Auto, echt ohne Scheiß. Den dürfte man eigentlich gar nicht verkaufen, aber das sage ich ja irgendwie bei jedem Auto. Wenn es danach ginge, dann bräuchten wir eine 50.000 Quadratmeter Halle, wo alles drinsteht, was ich schon mal gut fand. Aber das ist so genauso mein Ding hier, ne? Hier jetzt wieder Schlaglöcher. Du merkst ja wirklich nichts, ne? Hier klappert nichts, hier scheppert nichts. Mega. Also das muss man BMW echt lassen. Verarbeitungsqualität, definitiv. Ich meine, das Auto ist 6 Jahre alt, ne? Das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen. Also Verarbeitungsqualität, absolut top. Gut, klar, 35.000 Kilometer, aber ich behaupte mal, der fährt bei 150.000 immer noch so. Ne? So, und dann hast du ja hier mit diesem Menü, also selbst für mich hier außer Rentner,
Nee, Boomer. Ich bin ja aus der Boomer-Generation. Selbst in der Boomer-Generation findest du dich ja hier astrein zurecht, ne? Das ist ja nicht wie dieses Scheißding da von Mercedes, wo du, wenn du auf dieses Tastenfeld kommst, der sofort alles verstellt hat. Das ist hier echt, das ist wirklich sehr bedienfreundlich. Was ist hier? Hier ist der Kfz-Schein. Du hast das in das ist der Werkstattschlüssel. Hier kannst du ein Handy laden, USB-Anschluss. Also kann man echt nicht anders sagen. Ne? Hier ist diese Kamerafunktion. Guck mal. Ich meine, mehr brauchst du nicht. Du brauchst ja nicht so ein Samsung-Ding hier drin. Wofür? Du musst das ja auch alles irgendwie nutzen können. Außerdem finde ich, der ist schon ordentlich groß, der Bildschirm hier. Ja, das, also klar, geht natürlich immer größer. Weißt du was, jetzt habe ich falsche Auffahrt genommen. Wir wollten ja zurück in den Hangar, wo der Bentley schon auf uns wartet. Was es heute die Zeit noch hergibt, weil wir gehen ja heute wählen. So, jetzt erstmal die Moped-Fahrer-Kombo hier vorbei lassen, bevor da einer den Fußgängerschutz der Motorhaube ausprobiert. Das wollen wir natürlich nicht. Alter, mit der Allradlenkung, guck mal. Das ist ja wie ein Leopard 2, der dreht ja auf der Stelle. Und du erzählst mir, der hätte keine. Natürlich hat er eine Allradlenkung. Und ob. Ja, also wenn du jetzt, gut, mit drei Kindern ist natürlich schlecht, aber drei Bunnies gehen natürlich, ne? Eins Beifahrersitz, zwei hinten. Kühlschrank ist übrigens auch da hinten drin, ne? In der Mittelkonsole. Ja, müssen wir uns gleich nochmal nach hinten setzen. Ja, was ein bisschen stört, sind diese komischen Manufakturkissen, weil die, weiß nicht, die braucht kein Mensch, die legst du sowieso nicht ins Kreuz und die fliegen nur im Auto rum, von nix und wieder nix. Also das finde ich ein bisschen, boah, schön hier, guck mal, der Haltegriff, da ist das gleiche wie im Lenkrad, das ist schon stimmig, ne? Also die bei BMW, die können schon Autos bauen, ne? Hat er eigentlich einen Nachtsichtassistenten? Ich glaube ja, ne? Ja. Das Ding hat einfach mal kerzengerade alles. Ja, ich glaube, der Nachtsichtassistent ist aber nicht im Cockpit, sondern auf dem Mittelmonitor erscheint er, wenn ich mich recht entsinne. Und ich sag mal so vom Durchzug her, wollen wir mal auf Sport gehen hier. Sportstandard. Mal gucken, was die. Ja, guck mal. Oh. Heide Witzka, du, der hängt aber am Gas. Hoppala. Heide Witzka, du, der geht aber. Ruckzuck sind wir hier auf 200. Und wieder auf 100 runter. Bremse auch gut, obwohl er eine Stahlbremse hat, aber meine Meinung zu Stahl- und Keramikbremsen habe ich schon öfter mal kundgetan. Also für so ein Auto ist eine Stahlbremse völlig ausreichend. Die packt auch richtig gut zu. Da braucht man keine Keramikbremse. So, jetzt kommt der Blitzer. Jetzt packt der zu. Ja, aber jetzt ist genau der LKW daneben. Jetzt hätten wir hier mal mit 200 durchfahren sollen. Was meinst du, was der doof geguckt hätte, wenn der das Blitzbild nach Hause kriegt? Hier mit so einem 40-Tonner schön mit 210 auf der Bundesstraße geblitzt. Ja, guck mal hier. Zack. Nee, also der rollt wirklich, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du ein Auto brauchst und 80 oder 90 rumliegen hast, 67 Li, mega Auto. Also mehr geht nicht. Finde ich auch besser als eine S-Klasse, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich mag das ja, wenn man so vernünftig sitzt, kleine Scheiben und sich so, ne, das ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, kann ich nicht in Worte fassen, aber alles stimmig. So, jetzt brauchen wir Sport, brauchen wir nicht mehr. Jetzt machen wir wieder Komfort. Ach, weißt du, was der gerade gemacht hat? Wenn ich auf Sport drücke, dann bläst er die Seitenbank vom Sitz auf. Hast du das gar nicht gemerkt? Nee, bei mir war nicht. Bei mir schon. Ja, ich höre es auch. Dann gehen die Seitenbanken gehen raus. Na gut, wenn du natürlich so als rustiger 70-Jähriger mit 150 die Autobahnabfahrt nehmen willst, wär's auch besser, du fällst nicht aus dem Sitz. Ja, geil. Echt. Gibt's gar nicht mehr zu sagen. Auto sensationell. Keine Außengeräusche, null. Ich kann ja jetzt mal eine Sekunde das Maul halten. Also ich würde mal sagen, das ist Flüstertüte. Absolut. Also man hört nichts. Oder hast du irgendwie
hörst du Fahrgeräusche. Hab sowieso was auf den Ohren. Ja, das sagt deine Mutter immer, ne? Du kannst, dass du nicht hörst. Das kann der Ohrenarzt aber nicht bestätigen. Was ist das denn hier? Cayenne GTS oder was? Ja. Ein Silber, weiß ich nicht. Ja, ach guck mal, eine Elektrotonne. Dreh mal um. Also mit so einer Kiste bist du auf jeden Fall am falschen Ende der Nahrungskette. Das kann ich dir sagen. Schön erstmal auf der Autobahn für 80 Euro ein kW, eine Kilowattstunde für 80 Cent kaufen. Da bist du mit dem 7er hier billiger dabei. Weißt du, Nils wieder schön Karte voll, war ich so schön im Redefluss und jetzt nichts mehr übrig. Guck mal hier schön mit BMW Individualmanufaktur. Jetzt mal, gleich mal das. Oh, geil, riesen Panoramadach. Schön hier mit diesen chromverzierten Einlässen oder Auslässen, das sind ja Auslässe, wo er dann die Luft durchsaugt. Also ich finde, das ist echt ein schönes Auto. Guck mal, wie schön der so von, ne? Ich meine, das ist ja echt ein schlüssiges Design. Schön, das sind Chromeinlassungen. Das ist schon echt schick. Ne? Und ich finde, so ein 20 Zoll Rad reicht für so ein Auto voll und ganz aus, weil du hast ja eben gemerkt, wie schön der fährt. Ne? Da braucht gar keine 21 Zoll Felge drauf oder sogar noch größer. Ich weiß gar nicht, ob das noch größer geht. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja? Weil da leidet absolut das Fahrverhalten. So, hier, lass mal hinten gucken. Du gehst auf die Seite. Ich gehe da rüber. Kissen kannst du. Die Kissen, ja, ich sag ja, die Kissen, du brauchst sie nicht. Du brauchst sie definitiv nicht. Ist die Zündung an? Nee. Nee? Warte mal. Ah, komm mal rein hier. Ah, leck die Ziege. Aber wie immer, Monitor. Weißt du, wer baut diese Monitore an? Guck mal, wie soll ich das jetzt? Warte mal, du kannst doch hier. Kann ich hier nicht irgendwie den Sitz von vorne? Ja. Ne, das ist meiner jetzt hier hinten. Ich mach mal die Zündung an. Ja, die ist an. Die Zündung ist an. Ach so. Ich muss nur den richtigen Knopf finden, mit dem ich den. Ne, das ist jetzt mein Sitz, aber der muss doch hier. Warte mal. Bin ich da jetzt zu doof zu? Mit irgendwas kann ich doch. Ah! Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Guck mal, jetzt haut er ab, der Sitz. Ja. Das ist Sitzheizung. Aber wieso geht der Sitz nicht nach vorne? Hä? Hast du nicht sogar mal gesagt, den könnte man so umklappen? Ja, der hat Chauffeur-Modus. Ja, dann mach mal hier. Zeig ich mal, Sitze. Ja, du musst ja schon drauf leuchten, nicht auf mich. Die Leute wollen das Auto sehen. Schlafposition. Oh, jetzt hier, jetzt kommt Schlafposition. Voll geil. Alter. Aber warum drückt der mir den Hintern jetzt hier hoch? Das ist aber so von der Optik her sehr unvorteilhaft für mich. So, jetzt aber. Guck, jetzt kannst du hier schön, kannst du hier einen Film reinziehen. Ja, das ist ja wirklich geil, ne? Kannst du hier einen Film reinziehen. Ich muss hier einmal dem guten Bild wieder. Oh, er wieder mit seinem Panoramadach hier. Kommt da unten noch so eine Fußstütze, da kommt eine Fußstütze raus. Ja. Leck die Ziege, ey. Also das hat mal was, oder? Aber man muss die Schuhe ausziehen und dann kannst du hier so, gut, die sind ja jetzt sauber, weil die habe ich ja wieder neu. Ja, ist für mich genau richtig hier. Selbst mit meinen langen Beinen fehlt mir noch ein Chauffeur und die Kohle, um den zu bezahlen. So, hier. Guck. Und so doch nicht. Oh, wie man da. Warum geht jetzt alles auf hier? Ich habe keine Ahnung, weil du da drauf gedrückt hast. Das ist ja wieder rumgespielt. Da sind noch zwei Flaschen Wasser drin. Also mit besaufen wird heute nichts. Da geht das jetzt zu. Und hier ist der vorhin erwähnte Tisch. Die Armlehnen sind übrigens auch beheizt. So, jetzt brauche ich nur noch. Aber wieso geht das nicht? So, ja, jetzt brauche ich nur noch. Jemand, der das 5-Sterne-Menü bringt hier, 5-Gänge-Menü. Und ach, ich glaube hier. Ah, Massage. Guck mal, guck mal, guck mal da. Geil. Jetzt werde ich hier durchmassiert. Alter. Also ich sag dir ehrlich,
So, von den ganzen Sachen hier, ne? So, mit diesem Display und so. Ohne Scheiß. Kann das Ding mehr als ein Rolls-Royce. So ein Rolls-Royce, da ist ja so nicht so wirklich viel dran an. Ja gut, ein Rolls von 2018 kann das auch. Ja, schön, danke. Weißt du, jetzt musst du mir wieder einen mitgeben, dass wir kein Geld haben für die neueste Version Ghost. Ja, war klar. Ich merke mir das. Brauchst du keine Angst haben. So, jetzt kannst du hier drücken, alle öffnen. Ne? Siehst du, und jetzt geht alles auf. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte 6 Millionen Follower, dann könnte ich so vorbeifahren und so machen, so wie die Königin. Aber das ist ja eh nicht mein Ding, weißt du. So, alle schließen. Gleich ist die Batterie leer, so wie ich hier rumspiele. Aber geil, ne? Du, weißt du was, wenn wir das Auto jetzt zum Aufbereiter bringen morgen, ne? Dann lassen wir das am besten so, wie es ist. Weil ich hier, guck mal, ich habe alles dreckig gemacht mit meinen Schuhen. Trotzdem, die eigentlich sauber sind, ne? Aber da weiß er zumindest, dass er dahinter auch putzen muss. Ja. Ich sag dir eins, geil. Voll geil, oder? Hier ist, guck, der Tisch jetzt nicht im Weg wäre. Ah, guck, siehst du, dass hier deine eigene, hier Sitzheizung, Sitzlüftung, kannst die Klimaregelung noch selber für hier hinten, Getränkehalter, also die haben das schon echt hier. Ich glaube, der ist sogar gekühlt, oder? Kann sein, ja. Ah, die haben das schon echt im Arm weg. Was ist denn hier noch drin? Alter Belli. Was ist das? Sind das die Telefone? Telefon und Fernbedienung. Steht nicht drauf, was das ist, aber das sieht aus wie ein Telefon, ne? Naja, stimmt. Siehst du, das kannst du hier dann einstecken. Hat noch gar kein Mensch benutzt, das Ganze. Ich lasse den Tisch auch draußen, dann können die den sauber machen. Abputzen alles. Ja, Kinder. Ich würde sagen, ab ans Jeans-Sparbuch, 67 Li kaufen. Boah, hier mit Sitzmassage, ne? Ja, ich würde sagen, du machst das Video aus und wir fahren jetzt nach Monaco. Gucken wir, was da so geht. Aber so unscheinbar, wie der ist, ne? Lassen sie dich garantiert beim Hotel de Paris nicht vorfahren. Ganz bestimmt nicht. Da sind die nicht so... Da haben die kein Auge für. Wenn du da kein Rolli fährst, du Rolli fahren in Monaco ist so wie hier VW Golf. Ja, hat da irgendwie jeder. Das ist die Basisausstattung. Aber wenn du mal so guckst hier, ne? Also das ist echt schlüssig verarbeitet. Ne? Bei den Engländern hast du das ja immer so. Dann hast du hier mal so hellbeige, dunkelbeige, schwarz, grau. Das ist dann wie so ein Fleckenteppich. Aber hier ist das alles schlüssig. Nur wie gesagt mit dem Blau. Ne? Weiß ich nicht. Man sagt zwar, Blau macht glücklich, aber... kann ich jetzt hier irgendwie nicht behaupten. Das ist mir ein bisschen zu blau, oder? Oder du musst selber blau sein. Der Komfort überzeugt. Alles andere ist perfekt. Nur mit der Innenausstattungsfarbe. Hier kannst du Zigarre rauchen. Ja, genau. Da sieht der vorne aber nichts mehr, wenn du hier eine Zigarre rauchst. Ja, Soundsystem dürfen wir ja nicht ausprobieren, aber da kannst du von ausgehen. Aber nicht während du redest. Ja, genau. Ja, oder während du filmst. Können wir das hier lauter machen? Bestimmt, ne? Ach, siehst du da? Ist die auch Touch? Nee, da musst du, glaube ich, die Fernbedienung nehmen. Energy. Boah, dreckig immer. Ja, wir nehmen Energy NRW. So, und wie kriegen wir das jetzt lauter? Hier, oder? Nee. Also. Da. Du kannst auch hier Kopfhörer anschließen, ne? Siehst du das hier? Ja. Dann brauchst du nur hier drauf drücken und schon, zack. Ja, es bleibt dabei. Also ich sag mal, Fazit von heute, Fahrkomfort absolut mega. Fahrwerk mega, Motor mega, Verarbeitung mega. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist die blaue Farbe der Innenausstattung. Also ich würde sagen, Nils, von 10 eine 9,5. Weil, das können wir jetzt für jedes Auto mal festhalten. Das könnten wir mal machen, ja. Aber das kann ich dir auch noch nachreichen. Womit sind wir denn gefahren? Mit Maybach, ne? Der hatte eine 10 von 10. Der Rolls eher eine 9 von 10, würde ich sagen. Weil da ist so, der Fahrersitz ist irgendwie so, die Sitzfläche so kurz. Also da sind so zwei, drei Sachen, die mir nicht so geil gefallen. Aber, ja,
Ja, und der DBX, ja, der hat eine schwache 6 von 10, weil er einfach gar kein Aston ist, sondern ein öseliger Mercedes. RS6? Ja, RS6 ist so, ja, dem fehlen echt Emotionen, ne? Also da kannst du wirklich so sagen. Pff, die hat er ja mal. Na, nee, das ist so ein typisches Ingenieursauto, so ein RS6, weiß ich nicht, so. Ist alles so nüchtern irgendwie. Also ich würde sagen, eine 8 von 10, würde ich schon sagen, ja. Ja. Wir können auch die Tage mal Taycan fahren, der kriegt dann eine 1 von 10, weil das voll die Scheißkiste ist. Aber weiß nicht, ob ich das... Der eine Stern ist dafür, dass man von A nach B kommt. Ja, aber du... Aber mit Zwischenstopp. Aber genau, 200 Kilometer und dann eine Dreiviertelstunde Raucherpause an der Zapfsäule, wo du dann an der Autobahn 80 Cent für eine Kilowattstunde bezahlst, wovon du bei so einer Büchse, wenn du normal fährst, 24 auf 100 Kilometer brauchst. Das heißt also, gute 20 Euro Strom auf 100 Kilometer, so über den Daumen. Und ich schwöre dir, selbst wenn ich hier Super Plus tanke, ich bin ja mit dem Rolls gefahren, der hat einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 12,1. Wenn ich das jetzt mit 1,90 für Super Plus hochrechne, dann fahre ich für die gleiche Kohle, wie ich mit so einem scheiß E-Auto fahre, fahre ich 12-Zylinder Rolls-Royce oder 12-Zylinder 67 oder 12-Zylinder Maybach. Also es, da kann passieren, was will denn jetzt diese E-Tonnen, das macht mir keiner plausibel mehr in dem Leben. Mit 37 Jahren Berufserfahrung sowieso nicht. So, jetzt klemm ab hier, die Leute haben keinen Bock mehr auf unsere Gesülze. Wir machen jetzt einen Mulsan.